Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Polina. Gut, ja, wir haben ja in der letzten Folge hier ein paar Sachen für Malfurion erledigt, beziehungsweise auch bei den Personen, die wir für Malfurion erledigen sollten, haben wir auch was erledigt. Und jetzt sind wir hier bei den Braun, also beim ältesten Braunpfote, der Malfurion auch helfen soll. So, für den haben wir Feuerelementare töten müssen. Und da geht's jetzt weiter. Gegenseitige Hilfe. Das Element Feuer ist einzigartig und in seiner Eigenschaft, sich oft weiter auszubreiten, wenn man es willkürlich angreift und so den Flammen noch mehr Angriffslust verleiht. Wir werden jedoch besonnen vorgehen, Polina. Wir werden es endgültig bekämpfen. Ja toll, bring mir die Schuhe was. Was ist denn? Die Elemente beruhigen. Die Geister der Feuerelemente sind nun in dem Totem aufbewahrt. Bringt es zur Spitze des gezackten Riffs am Loderstrand und platziert es dort. Die besänftigende Energie des Totems wird die Elemente langsam umspülen, bis ihre Wut abgeklungen ist. Ihr müsst das Totem beschützen. Denn Feuer reagiert auf das Ritual der Besänftigung alles andere als wohlgesinnt. Aha, okay. Dann werden wir das noch machen. Wenn du der Meinung bist, dass wir das machen müssen. Ja, wie man hört, bin ich auch noch immer etwas verschnupft. Und mal sehen, ob ich es nicht mehr schaffe, dass ich etwas weniger rede, dass es nicht ganz so schlimm ist mit dem Schnupfen. Geil aus. So, warte mal. Müssen wir hin? Wir sind schon vorbeigelaufen. Okay. Ah, da an der Spitze. Passt. Ich jetzt mal kaputt machen. Okay. So, dann können wir das benötigt. Flammenstein an oder... Was ist das? Jetzt bin ich hier ein bisschen überfragt. Benötigt Flammenstein am lodernden Strand. Ja, wo sehe ich diesen Stein? Oder ist es... Nee, warte mal. Das ist eine Kiste. Das ist ein Schwarm. Ja, nein, vielleicht, weiß nicht, habe Angst. Ich muss mal gucken hier. Aha, okay, da oben ist das. Gut. Ja, passt, dann hätten wir das auch entdeckt. Ich habe kein Ziel. Aha, Kraftbewahrer hier. Au! Das ist mein Tod immer noch. Abgeschlossen. Passt. Wir haben das Element Feuer besänftigt. Wir haben es besänftigt. Hui. Schon irgendwie lustig aus. Aber den Effekt vom Flammenstoß haben sie auch verändert. Weil früher ist das Feuer von unten nach oben gekommen und jetzt mittlerweile kommt es irgendwie runter wie so ein Blitz oder zumindest schaut es aus wie so ein Blitz.
Feuerblitz. So, Raubfurte. Wir stehen in eurer Schuld, Paulina. Vielleicht können wir nun mit Balfurions Hilfe den Rest von der Dunkelküste retten. Das wäre ganz toll. Der Schwur der Schwarzfälle. Es wird zwar nicht unverzüglich geschehen, doch bald wird der Ärger der Elementare abklingen und mein Volk wird weiterleben. Ich werde euch und Balfurion helfen, soweit es in meiner Macht steht. Das ist sehr gut. So, Balfurion, ich habe alles erledigt. Ich komme jetzt zurück. Nur so zur Vorwarnung. Ich komme zurück. So, René, was? Wie kann ich euch behilflich sein? Das sind gute Nachrichten, Paulina. Die Furbolgs mögen auf den ersten Blick wie ein Volk der Wilden erscheinen, aber ihre Verbindungen zum Land sind uralt und ihre Schamanen sind ohnesgleichen. Was? Der Schwur der Wild-Ekin. Die Wild-Ekin waren einst die Wächter des Landes. Es ist gut zu hören, dass Arun dies nicht vergessen hat. Sehr schön. Und wir haben ein Level Up. Der Eid zu beschützen. Ausgezeichnete Arbeit, Paulina. Silenz. Hilfe. Dabei, den Vortex zurückzuhalten, wird unschätzbar wertvoll sein. Super. Der smaragdgrüne Traum. Ah, okay, die Leute sind ab. Unsere Anstrengungen, die Zerstörung aufzuhalten, schienen bisher nicht ausreichend. Ich befürchte, dass wir Hilfe jenseits dieser Welt benötigen werden. Die Schattenhammer-Kultisten haben in der Erdspalterkotte östlich von hier ein Portal zum von Albträumen geplagten smaragdgrünen Traum erstellt. Dort halten sie einen Drachen namens Tessera gefangen. Geht durch das Albtraumportal und befreit sie. Sie wird eine mächtige Verbündete für uns. Die Natur steht euch bei. Ah ja, okay. Dann müssen wir da hinten hin. Dann werden wir gleich mal dahin starten, hätte ich gesagt. Och nö. Okay, warte mal. Wenn wir die finden, die Fehler. Hier das hier und dann können wir rüber schweben. Und wir schweben genau gegen den Stein. Oh, verhindert den Nase in den Stamm. So. Wie komme ich da hoch? Ich glaube, da muss ich durch die... Aha, okay. Was ist das? Das ist ja voll behindert. So eine Kacke. Ich hätte gern den Dings. Okay, so. Feuerball. Muss ich im Nachhinein wieder alles kaputt machen. Zwielicht und Zelotin. Okay, warte mal. Die können wir aber auch umgehen. Oder? Ja. So, wir sind hier im Albtraum. Tessera. Malfurion ruft. Ja, ich kann seine Stimme durch den Traum hindurch hören. Aha. Der erwachende
Albtraum. Euphorions Worte sind wahr, kleine Magierin. Der Riss droht, die dunkle Küste zu spalten und unsere Welt von der euren zu trennen. Lasst mich euch helfen, solange ich kann, bevor der Riss die Zerstörung beider Orte beschleunigt. Zuerst müsst ihr mich von meinem Fesseln befreien. Erlangt die smaragdgrüne Schriftrolle von dem Wächter, der in den Hallen unter uns zu finden ist. Okay. Albtraum. Wächter. Au. Aha, okay. Die smaragdgrüne Schriftrolle. What the hell? What the hell? Also manchmal treibe ich schon bis zum Äußersten, ne? So, komm her. Komm, komm. Ich muss dich mal ab. Das hat nicht ausgeweicht. Ach, okay, hier hast du die Schrift. Habt ihr es geschafft? Natürlich. Ich bin zwar kurz vom Abnippeln, aber ich hab's geschafft. Der wachende Albtraum. Ich danke euch, Paulina. Ihr habt mir meine Freiheit geschenkt. Nun lasst uns sehen, was ich euch und eurer Welt Gutes tun kann. Den Traum verlassen. Gut festhalten, Paulina, die Reise zurück in die wirkliche Welt kann Geist und Körper von Unvorbereiteten etwas mitnehmen. Passt. Aha, okay, wir fliegen gemeinsam da raus. Das ist nicht schlecht. Boah, hoffentlich kann ich direkt zum Euphorion. Das wäre cool. Tatsächlich. Das ist cool. Das ist voll cool. Okay, so, wir müssen jetzt erstmal hier recken. Recken, 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 recken. Mal früher. Der... War das nicht der Zwillingsbruder von Illidan? So. Seid gegrüßt. Ihr kommt gerade rechtzeitig zurück, Paulina. Ich weiß nicht, wie viel länger wir noch aushalten können. Oh, das geht schon. Nein. Das Auge aller Stürme, Zwielichtreiter greifen über den Vortex. Ich fürchte, es ist ihre Magie, die die kataklysmische Kräfte gegen unsere Anstrengungen sichert. Fliegt mit Tessera los, um die Reiter und das Portal, aus dem sie kamen, zu zerstören. Möge die Natur euren Pfad. Das machen wir ja glatt, gell? So, wie machen wir das eigentlich? Ungültiges Ziel. Die fliegt hier automatisch, ne? Okay, die müssen wir jetzt kaputt machen. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Schepraflan.
Es geht ohne Sturz. Ich muss die Wildnis schützen. Das Land hat sich gewendet, Polina. Wir sollten in der Lage sein, weiteren Schaden zu vermeiden. Es gibt aber immer noch viel zu tun. Die Offensive festigen. Unsere Arbeit an der Küste ist längst nicht vorbei. Wir haben die Landmassen noch vor dem Zerbersten bewahrt, aber unsere Feinde sind noch immer stark hier vertreten. Ich möchte, dass ihr südlich von hier ein paar Druiden am Hain der Uralten aufsucht. Sie werden von einem alten Freund von mir angeführt. Von Balren von der Klaue. Sagt ihnen, die Zeit ist reif, um die Schlacht zu unseren Feinden zu bringen. Ich werde nachkommen und sie unterstützen, sobald wir diese Gegend stabilisiert haben. Die Natur steht euch bei. Okay, die Natur steht euch bei. Da haben wir einen Flugpunkt. Dann haben wir eventuell auch wieder einen neuen Ruhestein oder Ruhesteinposition. Das wäre dann, glaube ich, ganz gut. Momentan sind keine Freunde online. Ja, ich muss sagen, meine ganzen Freunde, die ich da mal hatte, spielen alle nicht mehr. Demnach ist auch keiner online. Na gut, aber es ist ja immerhin nur ein Spiel. Jeder geht seines Weges. Mit dem einen oder anderen hat natürlich die Familienplanung begonnen oder die Freundin ist dagegen oder der Freund ist dagegen. Man weiß vieles nicht. So. Ah, okay, da geht's wie hoch. Hui! Das ist so ein schmaler Weg und ich gehe da mit einem Elefanten entlang. Achso, das ist... Scheiße, da haben wir keinen Ruhestein. Das ist doof. Das ist voll doof. Das ist urdoof. Heim der Uralten. So, Flugpunkt. Ach, den kennen wir schon. Okay. Ja, nicht schlecht, gell? Hier, seid gegrüßt. Balren. Die Offensive festigen. Wenn Malfurion euch vertraut, so werde ich es ihm gleich tun. Ihr werdet sehen, dass unsere Feinde im Süden weitaus zahlreicher sind als wir. Wie rohe Gewalt und Übermacht gegen uns sind, werden Strategie und Täuschung unsere größten Vorteile sein. Okay. Keine Spuren hinterlassen. Südwestlich von hier liegt der Leichnam eines Wesens, das in irgendeiner Verbindung zu den alten Göttern steht, die die Schattenhammer-Kultisten verehren. Es wurde vor unserer Zeit besiegt, wenn nicht von den Titanen selbst. Sie sicherlich, sicherlich von einer ihrer Schöpfungen. In der letzten Zeit haben wir zunehmend Aktivitäten der Kultisten beobachtet und das kann nur bedeuten, dass uns etwas Schreckliches bevorsteht. Wir müssen herausfinden, was sie dort vorhaben und warum. Nehmt diese Figur. Sie wird euch dabei helfen, bei euren Untersuchungen unbemerkt zu bleiben. Die Göttin schütze euch. So. Was führt euch hierher? Was ist mit den Fuhrbeugs der Schwarzfälle los? Unsere Vorfahren lebten schon seit Generationen friedlich neben den Fuhrbeugs der Schwarzfälle. In letzter Zeit aber ist der Kontakt zu den Siedlungen abgebrochen, die sich tiefer im Wald befinden. Eines ihrer größeren Dörfer, Schwarzfellfeste, befindet sich südlich von hier. Reist dorthin und findet den ältesten Brulk. Fragt ihn, warum sich sein Volk von uns zurückgezogen hat und bietet eure Hilfe an, wenn es ihrer bedarf. Del Nadris. Alter, ich soll mich voll verkaufen. Friede sei mit euch. Aufgezehrt. Meine größte Sorge gilt den Distelbeerfamilien, die diese Wälder behausen. Südlich von hier, hinter dem
Bärenschrein ist eine gesamte Generation der Bären erkrankt. Schrecklich erkrankt. Polina, ich weiß nicht, woran sie leiden, aber es scheint, sie von innen aufzuzehren. Der Gedanke, dass eine gesamte Generation nicht mehr zu retten ist, ist entsetzlich. Aber wir müssen sie töten, damit ihre Körper der Erde zurückgegeben werden. Und was noch wichtiger ist, wir müssen den Ursprung der Krankheit finden. Untersuch den See, aus dem die Bären trinken. Aschafella. Aschafella. Schafella, aha, aufgezehrter Distelbär. Der schaut echt nicht so gut aus. Aha, okay, muss ich auch kaputt machen. Ah! Nur wieder kaputt gebraucht. Das ist das Eichhörnchen, glaube ich. Okay, ein Bärchen kaputt gemacht. Dann haben wir ihr gleich noch ein und noch ein und. Noch ein. Ich brauche ein Ziel. Oh, zu weit entfernt. So? Naja, Betäubung. So. Ich bin außer Reichweite. Verschlingendes Atem. Das war eins zu viel. Okay, wir sollen hier jetzt untersuchen. Genau, Wasserloch untersucht, abgeschlossen. Gut, das hätten wir mal erledigt. Müssen wir hier rüber. Achso, die greifen mich eh nicht an. Schattenhammer, Kultisten beobachtet. Ältester Bulk. Alter, was ist mit dir? Du wirst böse, wirst muss ich verteidigen. Was ist mit dem Fuhrbolz der Schwarzfälle los? Was verschlägt euch hierher, Außenseiter? Ihr erzählt dem Ältesten, dass Foriel Rundblatt vom Hain der Uralten euch geschickt hat. Der Älteste scheint sich ein wenig zu beruhigen. Der Elf hat recht. Die Streitmächte aus Teufelswald sind bis zur Dunkelküste vorgedrungen und haben mein Volk krank gemacht. Aha. Okay, der Bärenklau. Die garstigen Satyren aus Teufelswald haben begonnen, ihr Gift an die Dunkelküste zu bringen in unser Land. Die Verderbnis zerstört das Land und verdreht dessen Bewohner, auch mein Volk. Unsere Magie alleine reicht nicht aus, um sie wieder gesunden zu lassen. Es gibt allerdings eine Pflanze namens Bärenklau, mit der wir Fieber senken und die Schwachen stärken. Haha, wie geil! Mit der Hilfe dieser Pflanze könnte auch der Einfluss der Satyren geheilt werden. Ihr findet die Pflanze in der Wildnis in der Nähe des Dorfes. Ah, wie geil ist das denn? Bärenklau. Also schaut komplett anders aus als in der Wildnis nicht. Ja, die Pflanze gibt es wirklich. Bärenklau. Es gibt auch hier in Österreich genannt einen Riesenbärenklau. Der ist allerdings giftig. Also der ist... Der erreicht Menschengröße, teilweise sogar über 1,60, 1,70 und wenn man den angreift, dann also einfach nur berührt, dann bekommt man Brandblasen. Also der ist hochgiftig, ist der. Und die geben dann Heilung. Allerdings muss man auch sagen, dass ihr hier keinen Riesenbärenklau nehmt, sondern nur einen Bärenklau. Das gibt es auch in der Natur. Also einen Bärenklau. Also es gibt einen großen und einen kleinen. Der kleine ist, der
da besteht, glaube ich, keine Gefahr, was ich jetzt so weiß, aber beim Großen muss man Vollgas aufpassen. Das Schlimme ist, hier bei mir in der Gegend gibt es den sogar. Teilweise an Stellen gibt es den en masse. Da wächst der wie Unkraut. Das war eigentlich mal gedacht, dass der ausgebaut worden ist, aber anscheinend wieder regeneriert und ist. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aus dem Boden gesprießt ohne Ende. Ich habe kein Ziel. Du hast ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Jawohl. Bären. Was, wir haben erst viermal Bärenklau? Ah, da hinten wäre noch was. Die Flamme sieht sowieso auch nicht so gesund aus. Ich glaube, Bärenklau nennt man auch Herkuleskraut. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. La 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 la. Ich will doch hier nur die Pflanze. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja. Dann tu das. What? Scheiße. Bin ich sicher hier bei irgendeinem Bärenklau vorbei oder so. Muss ich jetzt hin? Da drüben. Also das mit dieser Anzeige ist halt schon ein bisschen doof, muss ich sagen. You haven't seen this NPC and no one has shared it with you yet. Ja, das liegt daran, weil ich sowieso low level bin. Okay, warte mal. Verarbeiter Balsot. Paulina. Warum graben wir dieses Ding überhaupt aus, Boss? Hütet eure Zunge, elendiger Wurm. Ihr werdet Sogos den Glitschigen nicht als das Ding bezeichnen. Ihr werdet... Ah, okay. Keine Spuren hinterlassen. Das sind schreckliche Neuigkeiten, Paulina. Wenn ihr recht habt, so müssen wir schnell und entschieden handeln. Wir können nicht zulassen, dass Sogos wieder zum Leben erweckt wird. Verbesserte Beobachtungen. Die Kultisten sind anscheinend dabei, die Überreste eines Wesens auszugraben, das als Sogot der Glitschige bekannt ist. Vielleicht haben die höherrangigen Kultisten mehr Informationen für uns.
Ah, die muss ich auch noch belauschen. Aha, warte mal, der kann mich decken. Ja, warte mal. Ich kann die jetzt eh schnell aufmounten und dann zurückreiten. Ja, und dann ist die Folge eigentlich eh auch schon wieder zu Ende. Sie neigt sich dem Ende und ja, werde ich gleich mal mich verabschieden. Und ja, dann sage ich mal, ich freue mich aufs nächste Mal, auf die nächste Folge mit Polina und sage bis dahin, ciao, ciao.